Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Monster Hunter Wilds. Weiterhin in der Beta-Phase, das konnte ich alles an diesem besagten Wochenende, wann war das, am 3. November oder sowas aufnehmen. Und jetzt kommen noch so 4-5 Quests, die ich noch gemacht habe. So ziemlich jedes Monster nochmal hier, Shatter, Capra, Bala, Hara und wie sie alle heißen, Ray Dai oder wie er heißt, dieser Drache, haben wir alles noch gemacht. Ich habe ein bisschen die Waffen durchgewechselt, habe hier auch dann mal gecheckt, wie man dann so Quests da bekannt macht, dass man immer das so ein bisschen durchdrücken muss. Das war mir tatsächlich am Anfang auch bei der Waffenauswahl oder sowas nicht ganz bekannt. Ich bin immer in die Waffenauswahl, bin dann auf Bogen oder so, drückte da einmal drauf und dann habe ich halt vergessen, die Waffe konkret noch auszuwählen, weil da nur eine Waffe war. Wenn da mehrere Waffen sind, wird das, glaube ich, dann sichtbarer, klarer sichtbar. Und ähnlich war es hier mit den Quests. Da habe ich auch immer mich durchgeklickt bis hier Feldbekanntmachung, bla bla bla. Habe dann noch, glaube ich, einmal drauf gedrückt. Und da habe ich mich immer gewundert, ja, ist die Quest jetzt aktiviert oder nicht? Oder keine Ahnung, musste einfach ein, zweimal mehr drücken. So irgendwie war das, keine Ahnung. Vielleicht war ich auch einfach saudumm, kann sein. Hier sieht man jetzt doch sehr, sehr schön, wie ich jetzt auch mit diesem Tortenmenü da besser klarkam, wie ich jetzt direkt hier das Notsignal gerufen gestartet habe, als die Quest dann gestartet ist. Dann hier, wie ich immer schön mit der Schleuder da die Sachen eingesammelt habe. Ja, und ich glaube, Waffen wechseln werde ich hier auch noch machen. Hier habe ich jetzt mal den Bogen dabei. Den habe ich ja in der letzten Folge auch ein bisschen angepriesen als relativ sinnvolle Starterwaffe. Warum, seht ihr auch hier? Weil man kann sich einfach schön vom Monster wegziehen. Allerdings ist die Waffe auch ein bisschen kompliziert. Sie hat ein paar komplizierte Angriffe. Und für meinen Geschmack haut sie zumindest mal hier in der Demo nicht stark genug rein. Das muss ich halt auch sagen. Mit dem Gewehr haue ich hier direkt 5er, 6er, 7er Schaden rein. Und das im Dauerfeuer. Und hier habe ich halt immer diese Ladezeiten, diese Bogenspannzeiten dazwischen. Ja, der Spreadschuss hier wiederum ist nochmal ganz geil, muss man schon sagen. Der gefällt mir, der hat mir auch im Monster Hunter World immer ganz gut gefallen. Da kann man auch schöne Builds drauf aufbauen. Ja, da macht man halt immer seine 20, 30 Schaden da pro Schuss. Kann halt sein, dass das alles noch ein bisschen verfälscht ist, weil vielleicht diese Starterwaffen einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Es kann jetzt einfach sein, dass das leichte Bogengewehr einfach die Waffe, die dort angeboten wurde, dass man zum Beispiel direkt Stufe 2 Munition dauerhaft feuern konnte, dass das einfach ein bisschen übertrieben war. Und hier haben wir vielleicht beim Bogen ein kompletter Anfängerbogen, der noch gar nichts kann. Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen, habe mir das auch gar nicht konkret angesehen. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass da so ein bisschen der Hund begraben liegt, vor allem weil manche Waffen halt stark von, was weiß ich, Crit-Chance, Schwächevorteil, was weiß ich was profitieren oder irgendwelche Ausdauerregeneration. Alter, bin ich gut, oder? Wo schieße ich denn hin? Bin ich besoffen, Alter? Ja, und jede Waffe profitiert da unterschiedlich stark von, also wird stärker, wenn das Bild stärker wird. Sagen wir es mal so. Manche Waffen, da passiert gar nicht so viel, sag ich mal. Die werden dann nur ein bisschen stärker, haben ein paar Zusatzfunktionen oder sonst was. Und manche Waffen, keine Ahnung jetzt, nur als Beispiel, Großschwert mit sicherem kritischen Treffer, mit super hoher Schärfe oder sowas, haut dann halt einmal, was ist ich, ein tausender Hit raus oder sowas, wenn da der Finisher trifft. Da musst du aber das Bild ein bisschen drauf aufbauen. Das schafft halt ein Gewehr zum Beispiel nicht. Das schießt dann ein bisschen schneller oder sowas. Jetzt nur als Beispiel. Dummes Beispiel, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Jo, hier sieht man auch schön, hier, ich glaube, das war jetzt Fokusfähigkeit, dass man irgendwie da die Gegner markieren kann oder irgendwelche super krassen Schüsse machen kann und so weiter. Wie gesagt, ich würde den Bogen auch als ziemlich sinnvolle Anfängerwaffe hier bezeichnen. Kann man schon spielen, werde ich wahrscheinlich auch am Anfang relativ schnell mal spielen. Bogen, Bogengewehr. Hier sehen wir das Zielmarkierung irgendwie aufladen. Da kann man dann irgendwie nochmal mehr Schaden machen. Hier auch. Das sind ja alles schon für den Anfang relativ gute Schadenszahlen hier mit, was weiß ich, 3x9, die er da raushaut oder sowas. Dann treffe ich auch, oder ich in dem Fall treffe vielleicht nicht ganz richtig oder sowas. Macht das nicht so richtig und so weiter. Jo, ist ja hier das Starter-Monster. An dem kann man das, denke ich mal, auch schön testen. Das Monster ein paar Mal legen, den Bogen dazu bauen, das Gewehr dazu bauen, die Doppelklingen dazu bauen. Und dann, denke ich mal, hat man am Anfang schon relativ viel Spaß.
Oh, hier auch schöner Schaden. 13, 17 und was weiß ich nicht alles. War ja mehrere Schüsse. Also jetzt, wo ich es nochmal so sehe, finde ich den Bogen gar nicht so schlecht vom Damage her. Jo, und wie gesagt, die Doppelklingen zum Beispiel haben mir gar nicht so gut gefallen, jetzt so in der Erinnerung, was jetzt die erste Folge oder so anging. Kann aber sein, dass ich da alles noch komplett falsch gemacht habe. Ich glaube, die haben ja immer nur so 4 pro Hit, also 4 Damage pro Hit rausgehauen. Aber da hätte ich es vielleicht wesentlich besser spielen müssen, schärfen müssen, was weiß ich nicht alles, keine Ahnung. Na, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Ah, Monty! Also auch noch zu den Waffen, ganz kurz. Ja, man vergisst manche Sachen. Die Nahkampfwaffen muss man natürlich schärfen, ne? Das finde ich auch ist ein Nachteil. So rein im Gameplay, Zeitverschwendung, Nachschärfen und so weiter. Das kann sich auch zum Vorteil entwickeln, aber es kann auch ja, ein Nachteil sein. Hier haben wir es jetzt schön gesehen, dass ich mal die Falle sinnvoll genutzt habe. Und hier wechsle ich jetzt gerade schön aufs Gewehr. Leichtes Bogengewehr. Ach, jetzt wo ich es nochmal sehe. Ne, ist schon besser, ne? Hier einfach reinrotzen und richtig Damage machen. Ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, ich versuche den Redau, versuche ich gleich mal mit dem Gewehr. Da kann ich einfach den umkreisen, ballere auf ihn drauf und so weiter und das war's. Aber es hat einfach, es hat richtig Bock gemacht. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich freue mich massiv auf das Spiel. Ich bin richtig gehypt. Schon lange nicht mehr so gehypt gewesen. Grafikfehler hin oder her oder Beta, was konnten wir jetzt sehen, hin oder her. Das war ja für die eher ein Netzwerktest, den sie ja sehr, sehr gut bestanden haben. Das muss man ja mal sehen, denn es war ja richtig was los auf den Servern und da ist nichts abgekackt und so weiter. Gut, die Grafikglitches und so weiter, das war mir klar, das haben sie auch geschrieben, dass diese Beta-Version eine etwas ältere Vollversion praktisch ist, dass das nicht die Version ist, wo die gerade schon am Arbeiten dran sind. Das ist oft so, dass man solche Beta-Tests und so weiter dann mit Versionen durchführt, die ein, zwei Versionen alt sind, weil die dann schon, keine Ahnung, zur Auslieferung bereit sind oder was weiß ich warum, weil da schon gewisse Fehlerausmerzungen drin waren, aber dann hast du halt noch Fehler drin, die sie dann dort noch nicht rausgeholt haben. Zum Beispiel hier diese Grafik-Glitches, dass das immer nochmal so komisch aufblockt und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, also mir hat das schon richtig Spaß gemacht, Grafik hin oder her. Das hat mir schon richtig, hier hat man es auch nochmal kurz gesehen, mir hat das richtig Bock gemacht. Auch hier mit dem Anvisieren hatte ich manchmal so meine Probleme. Da weiß ich auch nicht, ob ich da einen Fehler in der Steuerung gemacht habe oder ob sie das noch verbessern. Hier habe ich das eigentlich schön gemacht mit Bogengewehr, Bogen und so schön hin und her geswitcht. Hier sieht man schön die Vorteile der verschiedenen Waffen, so ein bisschen halt. Bogen ist etwas schwächer wie es Bogengewehr, ist aber ein Tick agiler. Beide oder alle Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen müssen nicht nachschärfen. Habe ich ganz vergessen halt zu erwähnen. Wollte ich glaube ich eben sagen, habe es immer noch nicht gesagt. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Vorteil der Fernkampfwaffen, was an Einsteigerfreundlichkeit angeht. Du musst nicht ständig irgendwas nachschärfen, darauf achten und so weiter, dass das passt und irgendwie unten noch mit deinen Items das dementsprechend auswählen und so. Das ist alles nicht der Fall. Ja, und da habe ich hier diesen Shutter, ne, wie heißt der? Shutter Cabra. Ich muss mir die Namen da noch draufpacken. Das erste Monster da easy weggeballert. Ey, ich freue mich richtig. Und so wird es dann auch in der Hauptversion sein. Rüstungen draus bauen, die Waffen draus bauen und so weiter. Vielleicht kann man da schon ein sinnvolles Bild machen, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf, macht richtig Bock. Hier B gedrückt halten, um alles zu looten von dem Kackvieh. Wenn noch irgendwelche abgeschnittenen Teile da sind, alles looten und das war's dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.